So, Hallöchen zusammen. Zurück vom Kurzurlaub in Südtirol. Leider ohne Motorrad. Melde ich mich mal bei euch, um einen Mutterflug zu machen, einen kleinen. Und heute wäre das Thema. Na, come on. Allgemeine. Trip. Trip. 187 Kilometer. Zurücksetzen. Ich habe gerade ein bisschen Tiger geholt. Ja. Willkommen im warmen Deutschland. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich die Winterhandschuhe anziehe. Nicht wirklich Winterhandschuhe, ich nenne sie Sicherheitshandschuhe. Die müssen noch eingetragen werden. Und wann geht das besser? Heißt im Hochsommer. Bei 35 Grad. Einmal richtig reinschwitzen. Dann passen die Handschuhe. Wieso ist denn das so dunkel? Ich dachte, es gibt halt keinen Regen mehr. Ja. Und sorry. Sehr windig, ich hoffe, ihr hört was. Wurde doch des Öfteren darauf angesprochen, auf den Videos doch nicht zu schnell zu fahren. Wenn das zur Anzeige kommt, ist der Führerschein weg. Das bedeutet, wenn ihr mein Tacho seht, dann wie immer natürlich innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung. Action gibt es dann auf dem Nürburgring. Abgesperrte Strecke. Da dürfen wir dann richtig fahren. Okay, ihr seht auf dem Tacho vielleicht 28 Grad. Heute einer der angenehmeren Tage. Die Hitzewelle ist gerade vorbei. Wird aber nächste Woche wiederkommen. Ja, gut. Ich wollte mit knappen 4000 Kilometer nicht wirklich jetzt direkt ein Review machen. Aber ich wollte mal kurz auf die Modis eingehen, auf die Fahrmodis. Viele erklären zwar, wo die sind und was das ist, aber so als Erfahrung, was ist Sinn und Unsinn aus Sicht eines Eigentümers, nicht eines Reporters, der mal damit fährt, sondern eines Users oder Owners, wie man so schön sagt. Ja, beginnt mit Rain. Rain muss man nicht wirklich erläutern. Das ist klar. Gedrosselte Kraft. Sehr starke Traktionskontrolle. Vielleicht komme ich heute zum ersten Mal in meinem Leben in Regen, um diesen Rain-Modus zu testen, obwohl das total ja, nicht wirklich wichtig ist. Dann Street. Street könnte man meiner Meinung nach komplett darauf verzichten. Ausnahme einfahren, die ersten 1000 Kilometer. Ansonsten fahre ich eigentlich immer auf Sport. Und oder Track. Sport etwas stärker, schnellere Gasannahme. Track noch krassere Gasannahme. Wobei der Track natürlich die Modis Anti-Wheelie aus und die Schlupfkontrolle in 9 Stufen regeln lässt, was absoluter Sinn macht. Denn ganz ehrlich, mittlerweile finde ich,
Sketches. Es war ganz lustig. Für Anfänger, in Anführungszeichen, sowas reinmacht. Aber ich denke mal, für einen erfahrenen Motorradfahrer brauche ich keine Anti-Wheelie-Mode. Richtig geil finde ich Kurven-ABS und Kurven-Traktionskontrolle. Das finde ich also richtig toll, auch für einen erfahrenen Motorradfahrer. Du kannst dann mit der Schlupfkontrolle ein bisschen runter auf 5 oder 4, kannst du schon so im Grenzbereich der Physik fahren. Wohlgemerkt für erfahrene Leute, ich sag mal so Anfänger, die jetzt wirklich einen großen Führerschein bekommen und sich dieses Motorrad kaufen, die sollten im ersten Jahr komplett im Sportmodus fahren, um sich überhaupt mal daran zu gewöhnen, was mit so einem 100 PS, 106 PS möglich ist, und dann auf der Rennstrecke mal einen Track-Mode reinmachen und mal ein bisschen spielen. So, ich hoffe, dass da ist nicht wirklich eine Regenschauer vor mir. Ich habe noch eine kleine Überraschung, die ich noch nicht verraten möchte. Dazu würde ich, wenn es denn klappt, heute noch oder nächste Woche mal ein Video einstellen. Ich habe da so eine Schnapsidee. Und Schnapsideen sind immer, naja, Feuer. Okay. Zurück zu den Modis. Also ich gehe jetzt in den Track-Modus ein. Absolut sinnvoll im Track-Modus. Ich werde den mal auswählen. Track. Set. Gas zu. Und raus. Okay. Track-Modus ist an. Was haben wir? Das ist aber furchtbar, auf diesen Schildern zu fahren, da wird man ja, voilà. Slip 7 bei mir und mit der Auf- und Ab-Taste ganz rechts unten kann ich jetzt einfach stufenweise auf- und runter springen. Also wenn das nicht wäre, hätte ich echt Probleme. Da das Motorrad mit seinem Anti-Wheelie und mit seiner Traktionskontrolle doch sehr, sehr an der Leistung zerrt nach unten, also Leistung wegnimmt, sodass, ich sag's einfach mal so, wenn du wirklich gerne eckig, zügig aus der Ecke raus beschleunigst, kommst du fast nur mit dem Track-Mode klar. Die regelt so krass, meiner Meinung nach, dass ich sage, okay, Sport geht noch gerade so, wenn ich es nicht so eilig habe. Ja, war mir doch klar, dass ich noch in die Schauer reinkomme. Ja, mein Debüt. Meine erste Regenfahrt. Fehlt noch, dass das Auto vor mir gleich seine Wischwaschanlage anmacht, die sie es immer so gerne machen. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Wieder eine kleine verfickte Schauer. Oh, okay. Macht Spaß. So, jetzt muss man nicht gleich panisch den Raid-Mode einschalten. Dann passiert nichts, solange man nicht zügig am Gas dreht. Jetzt überlege ich nur, wo ich mich kurz unterstellen könnte. Oder weiterfahren, bis die Sonne scheint. Die zweite Möglichkeit. Weil es sieht so aus, als wenn da vorne gar nicht regnet. So, also eben noch gemeint, ich brauche den Rain-Mode nicht. Schon bin ich im Regen.
dass ich das Moped frisch gewaschen habe. Das sieht direkt danach aus wie die Sau. Bin begeistert. Also auf jeden Fall eines machen, schlupft direkt hoch auf 9. Das heißt maximaler Eingriff. Und bei nächster Gelegenheit auf den Rain-Modus umschalten. Es ist doch blauer Himmel da oben, Alter. Was soll denn das? Ja, und jetzt ist natürlich, jetzt lobe ich mir natürlich ABS. Ne? Das ist klar. So. Da hinten scheint die Sonne, wo ich hin will. Track verlassen. Rain. Ein. So, schon sind wir im Rain. Ist also sehr intuitiv, dieses Menü. Da hinten ist trocken. Da fahren wir hin, in die Sonne. Ja. Aber eigentlich können wir froh sein, in Deutschland darf man noch 100 fahren. In vielen Ländern nur 90. Frankreich 80. Schweiz glaube ich auch 80. Auf der Landstraße mit 80. Luxemburg 90. Und da sind wir mit 70 und 100 noch relativ gut bedient. So, und da hat es gar nicht geregnet, aber ja, man merkt schon, der Biss fehlt. Ist auch gut. Ja, was wollte ich noch sagen zum Track-Mode? Ich bin immer noch im Track-Mode, Entschuldigung. Ich musste gezwungenermaßen in den Rain-Mode gehen, deswegen habe ich den kurz angesprochen. Track-Mode, Anti-Wheelie-Mode. Anti-Wheelie-Mode verhindert das Abheben des Vorderrades. Aus meiner Sicht überbewertet. Bei diesem Motorrad, ich würde sogar sagen, aus meiner Sicht nicht mal notwendig. Denn ich habe ausprobiert, die geht nur im ersten Gang vorne hoch. Und naja, das weiß man doch. Dann gibt man doch kein Vollgas. Wem soll das helfen? Also bei diesem 106 PS, das wäre ein Feature, auf das kann man verzichten. So, ihr Lieben. Ja, ich habe euch ja von einer Überraschung erzählt. Kleine Vorschau auf das nächste Video. Und zwar werde ich für euch dieses obergeile Thunfischgerät Probe fahren, werde euch meine Eindrücke schildern, vergleichen mit der KTM 97, was kein wirklicher Vergleich ist, allerdings schon, weil sie Schaltautomat hat und eine Geometrie hat sie auch, leistungstechnisch 129 Newtonmeter zu 86, da müssen wir nicht groß drüber sprechen, aber schenkt mir ein Abo und zieht euch das rein, was das für ein Gerät ist. Leck mich am Arsch, V4, 175 PS, dazu mehr im nächsten Video.